So, sind wir endlich auf der Weltkarte und es regnet auch mal nicht. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich habe eine Karte, oder? Da oben. Jetzt kann man irgendwie... Irgendwo hat er mal... Ach da, da hat er markiert. Da muss man hin. Ist doch gar nicht so weit. Irgendwie kann man hier die gesamte Karte... Ah, ja. Hier seht ihr schon mal die gesamte Karte. Wir müssen überall hin irgendwann im Verlauf des Spiels. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber zuerst hier zum Dorfältesten. Damit er uns was über das Masterschwert erzählt. Komm daher, Steckst du dich im Gras? Bist du irre? Hast du denn da gemacht, ey? Mann, verpiss dich, Alter! So, jetzt müssen wir nach links. Ob ich wirklich hier alle Herzteile und sowas finde, das kann ich euch nicht mehr sagen. Also daran kann ich mich nur wörtlich nicht mehr an alles erinnern. Wenn wir Glück haben, vielleicht kriegen wir sie irgendwie noch zusammen, aber wir werden es sehen. Da geht's zum Dorf Kakariko. Also lass mich in Ruhe. So, was haben wir hier? Dorf Kakariko, was ist das hier? Ist da ein kleiner Hinweisschild oder? Wer wohnt denn hier? Das hier? Da kommen wir auch nicht kaputt mal. Ne. Gehen wir rein. Sieht aus wie ein Wahrsagerin. Ich glaube, das ist die Wahrsagerin. Ja. Oder Wahrsager. Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in deine Zukunft sehen. Es wird auch nicht teuer. Ich hoffe es. Na komm. Ich sehe, du wirst Sahasala den Dorfältesten finden. Das kostet dich 30 Rubine. Hier noch ein wenig frische Energie. Willst du mich verarschen? Frische Energie, ich hatte volle Energie gehabt. Abzocke! Wo abzocke, das will ich selber, dass ich den treffe. Du hast hier eine abgezockt, Junge. Bitte. Wir gehen noch 100 Rubine mehr. Ich habe dich das erste Mal hier kostenlos, Mann. Ach, du Dück, dir ich nicht nochmal. So, jetzt muss ich ja so. Was soll ich den Dorfältesten finden? Das müsste eigentlich hier gleich hier oben sein. Wenn ich mich nicht täusche. Gesucht! Der Entführer von Zelda, schlagen Sie ihren Toll. Das bin ich doch, oder? Ich werde jetzt einmal in die Häuser reingucken hier. Ich habe hier. Kommt jetzt. Keiner? Ist das eine alte Oma? Ach, ach sie da, Link. Was willst du von einer alten Frau wie mir? Wie der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was, das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber... Vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer verstecken damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen das Böse anzukämpfen, soweit ich mich erinnern kann. Soll es noch heute im tiefsten Innern des Waldes ruhen? Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Ja. Suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. So, hier drüben ist nix. So, was ist hier? Irgendeine Scheune oder so? Was ist denn das einer? Dach, was sucht einer? Den spreche ich nochmal. Oh, hallo Link. Dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers? Ach ja, Blind hieß er und hasste grelles Licht über alles. Blind, okay. Ah, jetzt war ein kleines Schieberätsel. So, mal, kann man ja alle anschieben, dann mache ich den hier. So, und so, und so. Und den rüber, haben wir schon mal die. Ein roter Diamant, noch ein roter. Hier können wir schon mal unsere Diamanten auffrischen.
Und den rüber und den rüber und schon haben wir alle. Ja, das war ja schon mal einfach hier. Schön entspannende Musik hier im Dorf Kakariko. Der Soundtrack ist natürlich auch eine absolute Spitzenklasse hier von dem Spiel. Also von dramatischer bis zu ganz entspannter Musik ist ja eigentlich alles dabei. So, hier, da oben kann man reinspringen, glaube ich. Eine Höhle. Ah, jetzt wäre schon. Man muss hier oben. Hier oben geht's zum Zauberwald, da wollen wir noch nicht hin. Hier oben kann man nämlich reinspringen. Dann kommt man nämlich hier oben raus. Und dann kann sich die Kisten... Oh! Hier sind einige Bomben. Drücke A-Knopf, um eine Bombe hochzuheben und zu werfen. Roten Diamant, blauen, noch einen roten. Jetzt sahen wir ja mal Rubin ab. Hätte jetzt schon fast... Hätte jetzt schon über 250, wenn der mich in Yappi zockt hätte. Scheiß Zauber. So, was haben wir hier? Das nächste Haus. Irgend so ein Meister Lampe hier oder was? Wer war das? What the fuck macht ein Huhn hier unter dem Kruch? Ich glaube, den, von dem darfst du den nicht sehen lassen. Der ruft nämlich die Wachen. Der macht, glaube ich, nix. Flaschen, schöne Flaschen. Haben der Herr schon eine meiner Flaschen? Nein, sie treten näher. Mein Angebot wird ihnen sicher gefallen. Hier hatte ich ein ganz besonderes Exemplar für nur 100 Rubine. Was sagen Sie? Interessiert? Ja, nehmen wir. Ich danke Ihnen für den Einkauf. Halten Sie sich ruhig hoch. Beehren Sie mich bald wieder. Eine magische Flasche. Daran kannst du Verschiedenes aufbauen für später. Ja, die sind sehr, sehr, sehr wichtig in diesem Spiel, diese Flaschen. Kann man später Tränke und heilende Feen und alles sowas aufbewahren. Da ist auch, glaube ich, so ein Petzer. Den darf ich mir auch nicht erwischen lassen. Ist auch keiner drin. Verlassen das bestimmt das Haus von dem Typ. Weil er sieht, wie ich reingehe und macht nichts bei ihm. Ah, du erwischst mich nicht. Da ist dieser... Wetterhahn oder keine Ahnung hier. Oh, jetzt mal aufpassen. Oh, ein Riesenfeld hier von Büschen. Ein Busch. So, hier kann man natürlich noch einiges, eine Rubine absahnen. Also mein ein Max Rubin, glaube ich, hat man... 999 Rubine kann man bekommen. Mehr geht, glaube ich, nicht im Spiel. So, haben wir noch ein paar abgesahnt, fast 250 wieder. So, der macht, glaube ich, nichts. Link, ich habe gehört, du suchst die Prinzessin. Suchst die Prinzessin? Hä? Was ist denn das für ein Deutsch, Alter? Link, ich habe gehört, du sollst die Prinzessin entführt haben. Achso. Aber ich kann es einfach nicht glauben. Ja, wie auch nicht. Petzt der ja auch, ne? Ach ne. Der hat sich verpisst. So, hier ist ein... Was ist das jetzt hier? Ein Hühner? Aber doch eins, jetzt machen die den in einem Krug hier, ey. Da ist noch ein Haus. Wenn irgendwo muss er der. Wo war denn das, ey? Irgendwo muss er das wissen, was ist mit dem? Tut mir leid. Aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Das Schmetterlingsnetz hast du dir geliehen. Damit lässt sich so manches einfangen. Wie ich vorhin gesagt habe, da kann man zum Beispiel die Feen in die Flasche tun, damit sie einen, wenn er mal sterben sollte, heilen können. Ach, hier ist der Hintereingang. Hier war noch irgendwas. Ich glaube, ein Herzteil, wenn Mini-Ohrer. Will er so ein... Sag mal. Nee. Noch eine Flasche. Wir haben schon zwei. Ich glaube, vier oder fünf gibt's. Es ist nochmal ein Haus.
wer ist das denn hier wieder? Grüß dich, Link. Ist nicht leicht, hier reinzukommen. So sei willkommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Flussquelle gibt es einen See, in dem Jungen jede Menge Zoras leben, schwer zu finden. Aber der Schatz der Zoras soll wirklich, das müsste man sich mal ansehen, nicht? Was heißt jetzt, soll ich da hingehen oder was? Weil du so faul bist, deinen Arsch selber zu bewegen? Aber noch nickt keine Spur hier im Dorf Ältesten. Und ich habe schon fast jedes Haus abgeklappert. So, das ist glaube ich die Kneipe hier. Die hübsche Hicke. Ich habe sie gesehen. Sehr hübsch, die Frau. Wohnt am Wasserfall der Wünsche. Da bei den Hügeln, Hügel und der Flussquelle. Du, die musst du dir angucken. Die wirst du mögen. Okay. Mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt. Doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück. Wer weiß schon, wo er ist und was er macht. Ja. Okay, da weiß ihr Bescheid. Ich hab auch nichts. Nö. Ich hab doch jetzt jedes Haus abgeklappt. Im Hühnerstall wird es sicherlich nicht ändern. Na, ich soll so abzocken. Vergiss es. Ich guck hier nichts. Was ist das denn im Hühnerstall? Ein Shop oder was? Hallihallo, Link, der Dorfälteste? Ich darf es zwar niemandem verraten, aber sag es keinen Bösen weiter, aber er versteckt sich im Palais nahe des Ostpalastes. Ich zeichne es dir auf deiner Karte ein, also hier bist du jetzt. Oh, der Kleinste hier weiß Bescheid, oh. Halt, oh fuck. Die hätte ich jetzt einfangen müssen eigentlich. Die hätte ich mir in der Flasche aufbauen, vielleicht begegne ich noch einer. Wo hat er jetzt eingezeichnet? Da hinten. Eieiei. Endlich haben wir ihn gefunden. Aber warte mal, hier ist glaube ich noch rechts weiter. So viel Gestrüpp hier rein, muss man denn hier... Was verstecken sich denn immer hier drinnen? Hat mir ruhig noch eine Fee gegeben. Da kann ich in der Nöcher einspringen. Da ist so ein Block davor, den kann man später mit dem Hammer wegschaffen. Ist das hier ein Gartenzwerg? Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Pferd härten. Tut mir leid. Hier sind's nichts weiter. Ja, dann müssen wir wieder in zum Ostpalast hin. Was gehen wir hier runter? Was ist das, ein Haus mit einer Feder dran? Da sieht er, da ist ein Buch. Da kommen wir natürlich noch nicht ran. Da kommt man nämlich erst später dran, wenn man einen bestimmten Gegenstand hat. Den kriegen wir jetzt nämlich noch nicht. So, links ist wie so ein Rennen. Das kann man auch nicht schaffen, da braucht man auch einen Gegenstand. So, das ist vor hier drin. Oh ne, das mache ich auch nicht. Und so ein Glücksspiel hier. Ne, da sind mir eine Rubine hier zu schade. Und so viel Glück habe ich sowieso nicht. So, jetzt kommen wir die scheiß Blauen hier wieder. Ihr habt sowieso keine Ahnung, lasst mich bitte in Ruhe. Durch hier. Oh, ist hier hoch. Oh, ihr seht, jetzt kommt schon Bogenschützen. Ich weiß gar nicht, kann man die eigentlich schon blocken? Ja. Wenn die sind eigentlich auch nicht besonders schwer. Und Pfeile kriegen wir schon, aber wir haben natürlich noch keinen Bogen. Aber man kann ja schon mal Pfeile sammeln, wenn man einen Bogen kriegt, bekommen wir. Halt. Netz. In der Flasche. Also ich wollte euch das mal zeigen mit dem Bumerang hier. Da könnt ihr nämlich betäuben und dann einen Schlag verpassen.
Oh, jetzt wird brenzlig hier. Jetzt wird's brenzlig. Oh. Das war jetzt schon knapp. So vielleicht bist du ja nicht verloren. Jetzt sind wir, glaube ich, hier, wo unser Zuhause war, oder? Muss ich doch gleich mal gucken. Ja, freilich. Hoppla, einer. Genau, aber gerade dann, jetzt könnte ruhig mein Herz ausspucken, aber da ist, glaube ich, nichts. So. So, hier oben geht's, glaube ich, Hyliasee Bazar. Natürlich schwierig wird's, wenn hier noch so einer dabei ist und der scheiß Bogenschütze hier kommt. Wenn mehrere Leute sind und der Bogenschütze ist es natürlich nicht so leicht, aber sonst alleine ist er eigentlich kein Gegner. Was ist das denn? Was war denn das jetzt eben? So, glaube ich, so ein Feensee oder so, ja. Ich werde dir Erholung verschaffen. Schließe deine Augen und entspanne dich. Tja, die Heide, da kann man, glaube ich, immer reingehen und die halte ich dann, Vincent. Haben wir schon mal einen Punkt hier. Ein Vorteil wäre bei dem Spiel noch, wenn man bestimmte Stellen markieren könnte. Das wäre noch ein Vorteil hier gewesen bei diesem Spiel, aber ne. So, jetzt hätte ich wieder neue Gegner, irgendwelche Dinger. Die Steine oder was weiß ich, was das hier ist, spucken. Oh. Dreh nicht gleich im Rad, Alter. Das muss ich einmal überlegen. Ja, die waren, glaube ich, lebendig, genau. Lebendige Statuen, das muss ich auch ausweichen. Das muss ich selbst überlegen, wo ich jetzt lang muss. Ich glaube, hier, glaube ich. Hier war irgendjemand, ja. Da ist es doch, glaube ich. Das ist Sarasala, wie der heißt. Richtig, ich bin Sarasala, der Dorfälteste. Und dein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So, ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bandschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt und die drei Amulette erringt. Ist dir das bewusst, was das für dich bedeutet? Bist du bereit dazu? Sagen wir mal, selbstverständlich. Gut, dann versuche das Amulett des Mutes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lehren. Geh jetzt zum Palast. Okay. Also mich das jetzt markiert, aber ich glaube, der ist hier oben, da müssen wir nicht weiter. Und jetzt seht ihr das? Wo überall diese drei Amulette verteilt sind, wo wir überall hin müssen. Und ganz oben links, seht ihr, da liegt das sogenannte Masterschwert. Das Heldenschwert sozusagen, das ist das Böse hier besiegt. Man muss natürlich erst diese drei Amulette sammeln und dann kann man das Masterschwert holen. In welcher Reihenfolge ihr das macht, ist glaube ich egal. Ich glaube, es gibt da keine bestimmte Reihenfolge. Aber glaub, man muss das, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Aber man muss doch erst das, wo ich jetzt hingehe, da, denn da unten links das holen und dann da oben auf dem Berg. Weil man kommt in jeden Palast bekommt man hier bestimmte neue Gegenstände. Das werdet ihr dann noch sehen. Aber wir werden gleich erstmal vor dem Palast stehen bleiben. Wenn ich denn auch hinkomme. Wenn ich den Weg denn auch irgendwie finde hier. Ja, die brauchen natürlich vier Treffer, diese Datum. Der runter! Ich glaube, hier muss ich jetzt lang. So, ja, hier hoch. Über diese blöden scheiß Statuen. Die ziehen natürlich viel ab.
möglichst mit vollen Herzen hier reingehen. So, und da seht ihr, da ist der Palast des, oder Ostpalast sozusagen. Oder Palast des Mutes, oder je nachdem. Da gehen wir mal kurz rein. So, ihr seht's. Schon mal den ersten Eindruck bekommt, aber ich gehe erstmal wieder raus. So, und an dieser Stelle bleibe ich erstmal stehen. Jetzt muss ich überlegen, wie kommen wir hier. So. So, wir einmal speichern und Ende machen. Zack. Und an dieser Stelle geht's dann das nächste Mal weiter. So, dann bleibt mir nichts anderes übrig, außer mich fürs Zuschauen zu bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier bei meiner kleinen Tour hier durch das Hyrule-Universum und bei meinem Retro-Let's Play hier, The Legend of Zelda Link to the Past. Ich hoffe, ihr verfolgt auch meine Let's Plays weiter und schaut gespannt zu, wie es hier bei diesem Let's Play und bei den kommenden Let's Plays so weitergeht, was noch alles kommt. Macht mir Vorschläge, was kommen soll oder was ihr euch wünscht von Spiel. Also es ist eigentlich, ich bin eigentlich offen für vieles. Also gibt wenig Spiele, die ich jetzt nicht spielen würde. Also macht mir einfach Vorschläge und ich gucke, ob ich es umsetzen kann. So, dann wünsche ich euch einfach noch viel Spaß beim Zugucken bei diesem Let's Play oder bei den kommenden Videos oder bei anderen Kanälen. Macht euch einen schönen Tag und dann wünsche ich euch noch was und verabschiede mich noch und einfach sage ich nur noch Retro Julie out.